willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Oh, ich wollte eigentlich die Sämaschine noch aufladen. Ja, auftanken. Nur Ärger hier. Das müsste eigentlich passen. Was haben wir hier? 300 Grad. Ja, also wie gesagt, der kann gerne hier kommen mit was er will. Ich werde es dem Anwalt übergeben. Weil es ist ja schwachsinnig, wenn die mir eine Strafe zu geben, weil ich eine Gerichtsverhandlung verlassen hat, zu der ich keine offizielle Einladung hatte. Das finde ich ein bisschen schwachsinnig. Aber naja, sie können es ja gerne mal probieren. Am Ende wird die Gemeinde sehen, was sie davon hat, würde ich mal behaupten. Nämlich nicht viel, würde ich sagen. Einen verärgerten Bürger mehr, würde ich. Das wäre wahrscheinlich das Richtige. Einen verärgerten Bürger mehr. Naja, schauen wir mal, wie das am Ende ausgehen wird. Neumann lässt sich natürlich auch Zeit. Ich hätte ja gerne das Angebot für diesen Feldhäcksler. Mal gucken, ob das heute noch was wird. Aber ich bin ja sowieso noch beschäftigt mit Anselm. Von dem her ist es nicht so wild. Und sehr wahrscheinlich werden wir auch nochmal zurück zum Hof fahren müssen, um eben die Sämaschine aufzufüllen. Das hätte ich vorher machen sollen. Das wäre effizienter von der Zeit her gewesen, weil jetzt muss ich eine weitere Strecke dann zum Hof fahren. Was nicht so gut ist. Aber nun ja, Fehler passieren. Warte mal, ist das Weidegras? Ist die jo, Volker Baron, hallo. Hallo, hier ist der Neumann. Ja. Moin. Tag. Du bist im Gemeinderat, oder? Ja, sicher. Gut zu wissen. Das ist so eigentlich, aber egal.
Ja, ich wollte nur sicher gehen. Ja, dass ja. Ich auch weiß, welches Auto ich zerkratzen muss, weißt du? Ah, okay. Das nehme ich mal als Drohung. Okay. Das war ein Witz, du Held. Aber hier weiß man nie. Ja, weil ich ja schon so viel Scheiße gebaut habe, ne? Ja, ganz viel. Hm. Ja, was los? Ja, ich wollte dir die, wie viel das, kostet, den Häcksler zu mieten. Jupp. Der hätte 6 Meter Breite beim Häckseln. Dadurch ist das Auto das günstigste. Wäre insgesamt beides, also den Häcksler und das Schneidwerk vorne dran, würde insgesamt 22.700 Miete kosten. Aber würde dann natürlich, dann kommen noch die Stundenzahlen dazu und die Arbeitsstunden kommen ja dann auch noch drauf. Werden ja automatisch abgezogen danach. Okay. Okay. Und ja, wenn ich den heute Abend mieten würde und erst morgen benutzen, dann werden mehr Stunden fällig, oder? Nee, Arbeitsstunden, wenn du die nicht benutzt. Grundkosten. Ja, die generellen Kosten, ja. Okay. Aber Arbeitsstunden würden nicht anfallen. So ein Tieflader? Nee, ich nicht. Ich wollte den ungern über die Straße zerren. Hat nicht Wind ein? Das könnte sein. Da wollte ich sowieso nachher mal vorbeigucken. Aber ich suche auch unseren großen Anhänger. Und die Pflanzenschutzspritze da. Das war doch die Deltis, ne? Oder war das Fahrbare? Nee, so viel Geld habe ich nicht. Also die. Ich will ja kein Haus bauen. Moment. Also schon die Deltis. Warte, ich guck nochmal rein, was ich da online gesehen hatte. Ah, Deltis, ja. Deltis, ja. Genau, das. Dann ist das ja schon richtig. Und zwar. Und den Fronttank. Ja, genau. Habe ich beides zusammengerechnet, würde insgesamt 43.700 kosten. Mit Steuern inklusive. 43,7. Ja. Kann man da noch was machen? Preislich? Weiß nicht. Hier läuft auf jeden Fall nicht. 40 glatt. Das wird schon nichts von den Steuern her. Dann müsste ich. Was wird denn dann was? 43 wird was. Wie viel? 43 glatt wird was. 42? 43 geht. Ja, gehen 42 auch.42 Blatt würde auch gehen, ja. Gibt es noch irgendeine andere Lösung für dieses Elefantengras? Zu ernten? Ja. Leider nicht. Untergrubbern höchstens. Ja, dann habe ich ja nichts davon. Ich wollte es schon benutzen. Da musst du häckseln. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Okay. Dann würde ich die Deltis mal bestellen.
Nee, ich würde die bestellen. Und mit dem Häcksler muss ich mir noch überlegen. Überweist du dann schon mal 4.000? Da sind dann Steuern und mein Gewinn im Club. Aber was ist denn eigentlich mit meiner Steuererklärung? Wieso, was soll damit sein? Die habe ich letzte Woche eingeworfen. Ja, ich erhalten. Du hast erhalten. Hast du auch gerechnet, wie viel Steuern ich zurückkriege? Nö, das habe ich noch nicht. Also, ich dachte, du arbeitest. Ja. Okay. Also, aber ich musste erstmal meine ausrechnen. Ich musste aber erstmal meine ausrechnen. Ja. Denk an die Frist, ne? Ja. Jo, gut. Dann warte ich mal noch. Ja, warte mal. Jo, bis denn. Bis denn. Ciao. Tschüss. Tja. Was machen wir jetzt mit dem Elefantengras? Also das 22.000, so viel ist es glaube ich nicht wert. 22.000, lass mal gucken. 22.000, wenn ich es verkaufen würde, 22.000, 1.000 Liter sind 140 Euro. Alleine um die Kosten reinzukriegen. Müsste ich da ja. Moment. Zweiundzwanzigtausend geteilt durch. Sagen wir 150. Müssen wir 100. 150.000 Liter müssten wir runterkriegen. Wer sich von den Kosten her rentieren würde. Sehe ich überhaupt noch? Ich habe noch ein bisschen was drin. Da bin ich ganz ehrlich sogar eher am Überlegen, ob wir nicht einfach mit der Sämaschine drüber fahren. Um dann ja, ob wir da nicht auch noch Roggen anpflanzen oder Gerste brauche ich glaube ich für die Hühnchen auch, aber haben wir auch noch voll, ja, vielleicht auch noch mal Roggen drüber. Ich glaube, das macht fast mehr Sinn. Wobei ich hätte ja gern gehäckselt, ne? Oder aber ich warte mal ab, was der vielleicht hat der Krüger nächste Woche ein besseres Angebot. Vielleicht kostet es bei dem nicht so viel. Die Miete. Das ist halt die Frage. Das könnte sein, dass der Krüger nicht so viel Geld veranschlagt. Dann wäre das natürlich lohnenswerter. Könnte ich mir mal überlegen.
Weil er hat ja gesagt, dass er so ein Häckselding, glaube ich, hat schon. Und dass er das auch verleiht. Ich habe keinen Dünger mehr. Ah, Mist. Saatgut ist auch nicht mehr so viel da. Beziehungsweise ist jetzt auch leer. Kalk haben wir auch nicht viel. Ich werde jetzt mal das eine Feld. Das eine Feld fertig sehen. Aber ich bedanke mich bei euch auch fürs Zuschauen. Das war es nämlich heute schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Wildfarming LS19 Meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.